Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind fast am Ende unserer 188. Montagsdemo und ich möchte noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen, die beide leider am selben Abend stattfinden, nämlich am kommenden Mittwoch. Erstens um 19.30 Uhr ein Vortrag von Hans Heidemann zum mangelnden Brandschutz und Katastrophenschutz bei Stuttgart 21 in Weilendorf im evangelischen Gemeindehaus in der Wormser Straße 23. Und zweitens um 18.30 Uhr der erste kleine Ratschlag im Württembergischen Kunstverein, bei dem die Frage diskutiert werden soll, wie viel Demokratie darf es denn sein im Widerstand gegen S21? Unter anderem mit Eisenhard von Löper, Klaus Gebhardt und Dominik alias Zwuckelmann. So, unser Demozug geht jetzt gleich los zum Schlossplatz. Dort findet wieder der Schwabenstreich statt und das offene Mikrofon. Und vor der Demo sollt ihr noch wissen, dass wir am vergangenen Samstag in Wiesbaden bei den Gegnern des Frankfurter Flughafenausbaus hervorragend vertreten waren mit einer Rede von Joe Bauer vor mehreren tausend Demonstranten. Die Hessen waren begeistert. Die Hessen wissen, Stuttgart 21 ist überall und sie grüßen uns herzlich und mit großem Respekt vor unserer Ausdauer und rufen uns zu, oben bleiben.